Die Bayern-Bosse treffen eine Entscheidung, was die Rückkehr von Hansi Flick angeht, und es könnte jetzt zu einer absoluten Kehrtwende rund um Thomas Tuchel kommen. Zudem steht wohl der Ausverkauf beim BVB an und einige überraschende Entscheidungen beim DFB. Alles dazu und mehr jetzt hier in diesen Highlights. Vorab lasst ein Like da und auch ein Abo, um auch in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Aber damit steigen wir rein in die Highlights. Bei Borussia Dortmund, da laufen die Kaderplanungen für die kommende Saison bereits auf Hochtouren. Mit dem Einzug ins Champions-League-Finale erhält der BVB wichtige Einnahmen. Gewinnt man die Champions League, dann bekommt man sogar wohl 20 Millionen Euro nochmal on top. Und die Kohle, die soll direkt reinvestiert werden, aber man braucht auch Geld aus einigen Spielerverkäufen. Ein Trio darf den Club wohl jetzt tatsächlich verlassen. Welche drei Spieler sind das? Zum einen ist das wohl tatsächlich Sebastian Haller. Der 29-jährige Stürmer ist ja damals vor gut anderthalb Jahren von Ajax Amsterdam in der Saison 2022-23 zu Borussia Dortmund gewechselt. Damals hat er gekostet 31 Millionen Euro Ablöse, mittlerweile ist er nur noch 14 Millionen Euro wert. Man möchte den Spieler jetzt verkaufen, vor allem auch, weil er zum einen noch einen längerfristigen Vertrag hat und auch einer der Top-Verdiener bei Borussia Dortmund ist. In 14 Spielen in der Bundesliga, kein Tor, nur eine Vorlage. Das ist natürlich viel zu wenig für einen Spieler, der wie gesagt zu den Top-Verdienern gehört, und der ist der Erste, der gehen soll. Ein weiterer Spieler, das wird viele von euch überraschen, das ist Niklas Süle. Der einzige Transfer-Coup ablösefrei damals vom FC Bayern München zu den Bayern gewechselt, ebenfalls zur Saison 22-23, ist ja auch mittlerweile ein Spieler, der nicht so wirklich in die Formation passt. Der kommt nicht so richtig rein. Mats Hummels mit 34 Jahren läuft dem 28-jährigen Innenverteidiger immer wieder den Rang ab. Mit einem Marktwert von 22 Millionen Euro könnte man hier auch noch die ein oder andere Million für ihn bekommen. Da gibt es auch Interessenten aus zum Beispiel der Premier League, die an Niklas Süle grundsätzlich Interesse haben, und genau deswegen ist Niklas Süle ein Verkaufskandidat beim BVB. Wobei ich euch ganz ehrlich sage, Mats Hummels wird auch nicht jünger. Wenn man ihn verkauft, dann muss man auch in der Innenverteidigung etwas machen. Ich weiß noch nicht, wer es dann werden soll. Neben Nico Schlotterbeck braucht man eine Bank, denn Mats Hummels, der kann auch in der nächsten Saison nicht jedes Spiel machen. Von daher sehe ich diesen Abgang von Niklas Süle eher etwas kritischer. Und einen Abgang, den man wohl auch kritischer sehen kann, das ist der von Youssoufa Moukoko. Der hat keinen leichten Stand oder Edin Terzic. Edin Terzic, der wird aber definitiv bleiben. Darüber können wir auch gleich nochmal kurz sprechen. Und unter Edin Terzic, da spielt Youssoufa Moukoko eben keine so wirklich große Rolle. Mit 19 Jahren ist er immer noch ein absolutes Top-Talent. Marktwert 25 Millionen Euro. Für diese Summe könnte man ihn wohl auch abgeben. In der Bundesliga kommt er nur auf 19 Spiele. Sehr, sehr wenig Spielminuten. Sein Marktwert ist auch mittlerweile etwas gesunken. Letztes Jahr war er noch bei 30 Millionen Euro. Von daher ist ja eigentlich ziemlich wahrscheinlich, dass der Spieler geht. Zu welchem Club? Das ist allerdings noch nicht klar. Vermutlich zu einem anderen Top-Club, denn den Marktwert von 25 Millionen Euro, den kann sich zum Beispiel der HSV, der ihn ja in Form des Trainers Steffen Baumgart gerne holen würde, sich definitiv nicht leisten. Auch ist hier eine Laie noch nicht komplett ausgeschlossen. Man könnte auch hier so eine Art ein Leihmodell fahren und dann ihn vielleicht im Winter oder in einem Jahr dann safe verkaufen. Und dann kommen wir nochmal kurz zu Edin Terzic. Der hat jetzt nämlich mittlerweile bestätigt bei einem Interview gestern auf der PK, dass es eben so ist, dass es im Hintergrund schon Gespräche gibt rund um eine Vertragsverlängerung. Er soll also definitiv bleiben, und im Sommer kommt ein XXL-Umbruch. Die Einnahmen, die man jetzt schon in der Champions-League-Saison hatte, das waren jetzt schon über 100 Millionen Euro, und dementsprechend ist jetzt schon klar, 60 Millionen Euro hat man schon für Transfers in diesem Sommer bereitgestellt. Jetzt kommt der Finaleinzug nochmal dazu, plus vielleicht mögliche Preisgelder von einem Finalsieg. Also ich gehe mal stark davon aus, dass Borussia Dortmund ohne Verkäufe hier schon 80, 90 Millionen Euro für Transfers in diesem Sommer bereit ist auszugeben. Man hat auch schon zwei Spieler, in die man investieren will. Zum einen Ian Martin, zum anderen Jadon Sancho. Die werden auch einiges kosten, vermutlich zusammen 70 bis 80 Millionen Euro. Also das Geld wäre schon mal weg, plus eben die Verkäufe. Dann kann man vielleicht nochmal den einen oder anderen Spieler holen. Ein Spieler, den man da auch im Visier hat, das ist ja Chris Führig. Da gibt es jetzt auch ein Update. Der Poker rund um Chris Führig, der wird in diesem Sommer starten. Für den VfB Stuttgart dürfte Chris Führig wohl kaum zu halten sein. Er hat zwar noch einen bis 2028 datierten Kontrakt bei den Schwaben, aber es ist eine Ausstiegsklausel für diesen Sommer enthalten. Er darf den Verein für 23,5 Millionen Euro verlassen. Das ist eine Summe, die ist, würde ich sagen, vollkommen in Ordnung für einen Spieler wie Chris Führig. Wenn man sich überlegt, dass laut Transfermarkt.de sein Marktwert auch bei 25 Millionen Euro liegt, Tendenz natürlich ganz klar steigend. Der hat einen richtigen Sprung gemacht. Noch vor gut einem Jahr war der Marktwert bei 4 Millionen Euro. Also von daher ist hier das ein Spieler, der vielleicht in den zukünftigen Jahren zu den besten deutschen Flügelspielern gehören könnte. Nicht umsonst ist ja auch bei der diesjährigen EM definitiv Teil des Mannschaftskaders. Und da gab es ja diverse Interessen. Zum Beispiel der FC Bayern München, sie wollten ihn haben. Auch Borussia Dortmund war an ihn dran. Auch Bayer Leverkusen, RB Leipzig haben ein Auge auf den schnellen Außenspieler geworfen. Und jetzt berichtet der Kicker darüber, es gibt wohl auch einige englische Spitzenclubs, wo Chris Führig ein Kandidat
Kandidat ist. Konkret ist das wohl der FC Chelsea. Ob solch ein Schritt für den Rechtsfuß ins Ausland in Frage kommt, das ist natürlich noch nicht so ganz klar. Stuttgart indessen, sie rechnen ganz, ganz fest wohl mit einem Abgang von Chris Führig, suchen da auch schon nach einem möglichen Nachfolger. Die Frage ist natürlich jetzt einfach, wer die besten Chancen. Stand jetzt würde ich tatsächlich sagen, ist der FC Bayern München und Borussia Dortmund ein potenzielles Ziel für den Spieler. Bei Borussia Dortmund könnte er der Nachfolger von Marco Reus werden. Beim FC Bayern München hingegen könnte er eine ernsthafte Konkurrenz für beispielsweise einen Leroy Sané oder einen Kingsley Coman werden, weil er dann quasi vielleicht der Nachfolger von einem Serge Gnabry werden könnte, der ja auch mit einem Abgang in Verbindung gebracht wird. Der Poker von Chris Führig, rund um Chris Führig, der wird jetzt in den nächsten Wochen, Monaten so richtig starten. Ich behalte das natürlich im Auge und schreibe dann natürlich euch die neuesten Entwicklungen hier in die Kommentare. Und dann kommen wir doch gerade mal zu einem Bayern-Spieler, wo der Poker auch demnächst so richtig starten wird. Und das ist Alphonso Davies. Da hat jetzt auch Fabrizio Romano sich zu geäußert und die neuesten Updates rund um Alphonso Davies gegeben. Ich gebe euch jetzt erstmal ein kleines Update rund um die Worte, die er erstmal in Richtung Abgang gerichtet hat. Es hört sich nämlich an, wie tatsächlich nach einem möglichen Abschiedswort. Er sagte nach der Niederlage im Bernabeu: Mein Berater spricht gerade mit Bayern. Was auch immer passiert, ich bin dem FC Bayern München sehr dankbar. Und diese Worte, die klangen schon sehr, sehr stark nach Abschied. Und man hat auch auf dem Platz gesehen, Alphonso Davies, der hat sich mit Carlo Ancelotti so richtig geherzt. Man hat sich begrüßt, man hat miteinander gesprochen. Der 64-jährige Realtrainer wird ja auch in der kommenden Saison der Trainer bei den Königlichen sein. Vielleicht hat man sich hier schon mal ausgetauscht, wie man dann mit ihm plant. Er hat auch das Tor gegen Real Madrid geschossen, also hat er da eigentlich auch ganz gute Werbung für sich gemacht. Aber welches Update gibt uns jetzt Fabrizio Romano? Der FC Bayern München wartet immer noch auf eine Antwort vom Davies-Management. Man hat ja ein Angebot hinterlegt, eine Frist mitgegeben, die Frist, die ist schon lange verstrichen. Jetzt aber ganz klar, man wartet immer noch auf eine Antwort. Die Frist, die war jetzt nur obligatorisch. Man hofft immer noch, dass Alphonso Davies einem neuen Vertrag zustimmt. Man ist aber tatsächlich nicht optimistisch, dass Davies den Vertrag nochmal verlängern wird. Das bedeutet, man muss ihn eigentlich im Sommer abgeben, denn sein Vertrag läuft dann im nächsten Jahr aus. Real Madrid weiß die Situation. Sie wären glücklich, wenn er jetzt kommt, aber würden tatsächlich auch nur dem FC Bayern München einen fairen Preis zahlen. Man würde nicht zu viel zahlen, nicht das, was aktuell in den Gerüchten so steht, 50, 60, 70 Millionen Euro. Das würde man wohl definitiv nicht für Alphonso Davies auf den Tisch legen. Das wäre zu viel für Real Madrid. Sie wollen weniger zahlen. Er hat einen Marktwert von 60 Millionen Euro, aber wie gesagt, man weiß halt eben um den Umstand, sein Vertrag läuft im nächsten Jahr aus. Und genau deswegen rechnet man eher hier zwischen 30 und 40 Millionen Euro, dann wäre das für Real Madrid wohl tatsächlich eine Option, dass man einen Vorstoß im Sommer machen könnte, ansonsten eben nicht, weil man ist eigentlich mit Folland Mondi, der aktuell auf der Linksverteidigerposition steht, ziemlich zufrieden. Aber natürlich weiß man auch um den Umstand, dass Davies gerne kommen würde, also für 30, 40 Millionen Euro würde man ihn holen, für mehr allerdings nicht. So, da der Stand laut Fabrizio Romano, was sagt ihr dazu? Und dann kommen wir noch zu einem weiteren Thema. Gehen wir nochmal ganz kurz rüber zu Bayer Leverkusen, zu Florian Wirtz. Der musste ja offensichtlich verletzt spielen, zuletzt im Europa-League-Halbfinale gegen Rom. Da kam in der 80. Minute rein und man hat ganz klar gesehen, er konnte nicht gut laufen, er ist gehumpelt, aber er wollte der Mannschaft helfen. Dort hat auch Xabi Alonso danach bei der Bild gesagt und gesagt, man ist da schon ein Risiko eingegangen. Florian Wirtz ist verletzt, man musste ihn trotzdem auf den Platz stellen. Und da ist jetzt die Frage, wird er längerfristig ausfallen? Was ist mit der EM? Was ist mit den beiden so wichtigen Finalen, die jetzt hier tatsächlich von Bayer Leverkusen noch gespielt werden. Und da gab Alonso jetzt Entwarnung. Er wird wohl nicht gegen Bochum und gegen Augsburg in der Bundesliga auflaufen, aber er wird bei den beiden Finals gegen Atlanta Bergamo am 22. Mai und gegen den 1. FCK am 25. Mai definitiv mit von der Partie sein und damit dann auch Teil des EM-Kaders. Die Bayern-Entscheidung ist gefallen. Hansi Flick wird nicht der neue Trainer des FC Bayern Münchens werden. Es wurde jetzt an der Sebener Straße eine Art Trainergipfel abgehalten, wenn man das so nennen mag. Und da wurde es jetzt beschlossen, nein, Hansi Flick wird nicht der neue Trainer des FC Bayern Münchens. Die Bild hat darüber berichtet, gestern hat sich der Aufsichtsrat des FC Bayern Münchens getroffen. Man hat über die nächsten Schritte bei der Trainersuche gesprochen und Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund, die sollen quasi eine Rede und Antwort gestanden haben bei dieser Sitzung. Warum nach 8 Wochen immer noch kein neuer Trainer da ist, warum man immer noch niemanden hat und ein Flick-Comeback wurde wohl im Rahmen dieser Sitzung komplett ausgeschlossen. Die Spur zum 59-jährigen Ex-Trainer war eigentlich lange, lange richtig heiß. Aber er hat jetzt in den letzten Tagen, in den letzten Stunden, kann man schon wirklich sagen, wirklich an Boden bei den Bayern verloren, weil da haben sich immer mehr Bosse so ein bisschen aufgerafft und gesagt, ja, Hansi Flick, dieses Comeback, was der damals
2020, meine ich, war es ja, so ein bisschen bei uns veranstaltet hat, diese Euphorie, die er da entfacht hat, das kann er nicht nochmal bringen. Und wie hat es auch Markus Söder so schön bei Sky 90 gesagt, aufgewärmtes Essen schmeckt eben immer nicht so gut. Es ist wie eine aufgewärmte Beziehung, die ist nie so gut wie die erste. Und deswegen kann ich das auf jeden Fall komplett nachvollziehen. Und dann kommen wir auch schon zur Hammermeldung. Und die Hammermeldung ist ganz klar, wer wird denn jetzt der neue Trainer? Es soll Thomas Tuchel bleiben. Ja, was sich jetzt für viele von euch erstmal wie ein Spaß anhört, gerade nach den jüngsten Aussagen von beispielsweise einem Uli Hoeneß, ist jetzt tatsächlich Fakt. Thomas Tuchel soll der neue Trainer bleiben, beziehungsweise einfach bleiben. Kein neuer Trainer soll kommen, sagen wir es einfach eher mal so. Die Bild berichtet darüber, die Sky berichtet darüber, sie haben es übereinstimmend bestätigt. Ja, die Tür für Thomas Tuchel ist noch nicht ganz geschlossen und jetzt machen sich wohl auch sehr, sehr viele Spieler für ihn stark. Unter anderem sollen Manuel Neuer, Thomas Müller, sie sollen sogar auf die Chefetage zugegangen sein, um sich für Thomas Tuchel stark zu machen, um zu sagen, das ist der richtige Trainer für uns. Es gibt noch mehr namenhafte Fürsprecher für ihn. Das ist Leroy Sané, das ist Harry Kane, Eric Dier, Jamal Musiala. Ihr habt die Namen gehört, das sind eigentlich schon fast die besten Spieler beim FC Bayern München. Sie sollen sich jetzt alle für ihren Trainer stark gemacht haben, sich vor ihn gestellt haben, gesagt haben, nein, wir wollen, dass er bleibt. Wir sind pro Tuchel. Aus der Kabine, da heißt es, auch wenn nicht alles so gut gelaufen ist diese Saison, man hat so viel von Thomas Tuchel gelernt. Seine Ansichten, auch sein Co-Trainer Anthony Barry, die sind wohl sehr, sehr beliebt bei der Mannschaft. Und Fakt ist, das muss man hier nochmal ganz klar so darstellen, die Spur zu Hansi Flick, die ist abgekühlt. Er wird es nicht werden. Es bleiben zwei weitere Kandidaten neben einem Thomas Tuchel, wobei Thomas Tuchel mittlerweile ganz klare Nummer 1 ist. Versteht mich nicht falsch, es ist hier noch viel zu tun. Es ist noch nicht ganz klar, ob Tuchel überhaupt Bock hat. Grundsätzlich hieß es, ja, er kann sich das schon irgendwie vorstellen, auch weiter bei den Bayern zu bleiben. Aber es ist so eine kleine Bayern-Blamage, muss man schon sagen. Wenn jetzt Tuchel bleibt, dann merkt man, die Bayern-Bosse, die haben da viel zu voreilig geschossen. Max Eberl, der wäscht seine Hände immer in Unschuld, der sagt, naja, die Entscheidung wurde getroffen, da war ich noch gar nicht da. Ja, so kann man das Ganze auch machen, aber ich glaube, dass Max Eberl da im Hintergrund auch auf jeden Fall schon mal gefragt wurde. Sollte es jetzt aber Thomas Tuchel auch ablehnen, sollte das auch mit Tuchel nichts werden, hat man in der Hinterhand wohl noch Erik den Haag und eben auch Roberto De Zerbi. Beides aber keine absoluten Wunschkandidaten. Beides tatsächlich eher so die EF-Lösung, also ihr merkt, das ist ganz, ganz wir beim FC Bayern München da gerade und ich glaube wirklich, Thomas Tuchel ist jetzt mittlerweile noch die beste und fast schon einzige gute Alternative, die man hat. Bei Erik den Haag muss man sagen, der Typ ist kläglich gescheitert bei Manchester United, bei einem großen Club. Und bei Roberto De Zerbi muss man sagen, Brighton Platz 10 in der Premier League, joa, ist ganz okay, nichts Internationales. Nichts in dieser Hinrichtung Erfahrung. Ja, der lässt schönen Fußball spielen. Aber wenn ich jetzt danach gehe, kann ich mal einen Trainer aus der Regionalliga holen. Die lassen auch vielleicht schönen Fußball spielen, haben taktisch vielleicht auch was drauf, aber haben auch noch keinen großen Club trainiert. Also das ist für mich kein richtiges Argument. Und Thomas Tuchel bringt halt alles mit, was du brauchst. Internationale Erfahrung, Erfahrung auf der ganz großen Bühne. Der hat Titel gewonnen, der hat Spieler weiterentwickelt und ich bin mal ziemlich gespannt, was wir da jetzt in den nächsten Stunden, denke ich schon fast, erfahren werden. Ihr erfahrt wie immer hier alles, das Neueste dazu natürlich auch weiterhin auf diesem Kanal. Deswegen lasst doch auch gerne da ein Abo da. Und dann kommen wir doch schon direkt zum nächsten Hammer. Mats Hummels fährt nicht mit zur EM. Sein Kompagnon von Borussia Dortmund, Nico Schlotterbeck, der ist ja tatsächlich dabei. Aber Mats Hummels selbst wird nicht mit dabei sein. Das wurde jetzt seitens der Bild-Zeitung bestätigt. Wir erfahren ja aktuell quasi im Stundentakt neue Namen. Aber Mats Hummels soll wohl tatsächlich nicht dabei sein. Er wird von Julian Nagelsmann nicht mitgenommen. Das wurde jetzt übereinstimmend von mehreren Medien berichtet. Unter anderem, wie die Bild das darstellt. Und Sky hat jetzt auch noch nichts in der Richtung gepostet, was dagegen sprechen würde. Statt eben Mats Hummels wird Nico Schlotterbeck mitgenommen. Jonathan Tah, die sind ja bereits verkündigt. Antonio Rüdiger wird dabei sein. Robin Koch wurde jetzt auch offiziell bestätigt. Waldemar Anton wird auch mit dabei sein. Und damit hat man eben 5 Innenverteidiger. Und man will wohl nicht noch mehr mitnehmen. Die Absage für den 35-Jährigen bedeutet natürlich auch das Ende für ihn in der Nationalmannschaft. Er wird nach 78 Spielen für Deutschland wohl kein weiteres machen. Ich gehe stark davon aus, dass die Entscheidung von Julian Nagelsmann
nicht unbedingt leistungsbezogen war, sondern es geht um die Rolle. Er würde mit Mats Hummels nicht in der ersten Elf planen und das hat er ja schon mal so durchklingen lassen. Ja, Mats Hummels ist vielleicht niemand, den du auf die Bank setzen kannst. Er würde ihn mitnehmen, wenn er bei ihm vom Startanfang spielen würde, aber nicht jemand, der dann reinkommt und vielleicht nochmal so eine Wende bringen kann. Das sieht er anscheinend bei den jüngeren Spielern eher. Und natürlich, ja, Schlotterbeck, das war für mich auch die komplett richtige Entscheidung. Bei Koch bin ich noch so ein bisschen zwiegespalten. Kann man auf jeden Fall mal mitnehmen, ist okay, aber eher auf jeden Fall Schlotterbeck, weil da sehe ich es eben so, dem Junge gehört die Zukunft. Nächstes Jahr oder beziehungsweise in 2 Jahren bei der WM ist Julian Nagelsmann immer noch Trainer und dann wirst du natürlich auch einen Schlotterbeck mitnehmen, vielleicht aber dann auch einen Robin Koch, der ist natürlich nochmal deutlich jünger als ein Mats Hummels, dass Mats Hummels mit 37 Jahren nochmal eine WM spielt, das ist ausgeschlossen. Mats Hummels, der wird höchstwahrscheinlich, wenn er mit Dortmund jetzt im Sommer dann noch am besten die Champions League gewinnt, dann seine Karriere beenden und seine Nationalmannschaftskarriere, die wurde jetzt quasi bereits durch Nagelsmann vorzeitig beendet. Was sagt ihr denn dazu? Ist, denke ich, ein sehr, sehr kontroverses Thema. Und dann kommen wir noch kurz zum letzten Thema. Wir sprechen kurz über Marvin Ducksch. Wo wechselt er hin? Es gab ja lange Gerüchte rund um Borussia Dortmund. Jetzt gibt es aber tatsächlich neue Informationen. Es ist wohl so, dass tatsächlich Marvin Ducksch Werder Bremen, obwohl er der Publikumsliebling dort ist, im Sommer verlassen wird. Die Ablösesumme, die wird wohl zwischen 7 bis 9 Millionen Euro sein. Borussia Dortmund war ja längere Zeit an ihm dran. Jetzt muss man mittlerweile sagen, ist die Spur etwas kälter geworden. Ich habe ihn aber trotzdem mal hier im Thumbnail in das Dortmund-Trikot reingepackt, beziehungsweise mein Cutter hat das gemacht, damit ihr einfach mal so bisschen seht, das ist auch noch immer eine Option, die da besteht, aber es gibt jetzt auch eine konkrete Spur in die Premier League und zwar zu Nottingham Forest, da wo eben auch zum Beispiel gerade Gio Reyna hinverliehen ist. Warum Marvin Ducksch nur 7 bis 8 Millionen oder bis 9 Millionen Euro kostet, das liegt wohl an einer festgeschriebenen Ablöseklausel, das kommt so ein bisschen dann drauf an, wo zu welchem Club er hinwechselt und so weiter und so fort und das ist natürlich eine Summe, die auf einen Premier League Club jetzt nicht besonders abschreckend wirkt, also es kann tatsächlich sein, dass Marvin Ducksch hier Werder Bremen verlässt. Es soll wohl auch so sein, also über dieses Interesse aus der Premier League hat übrigens auch der Mirror berichtet und es soll jetzt tatsächlich auch so sein, das berichten die deutschen Medien, dass aber wohl auch tatsächlich Werder Bremen grundsätzlich mit einem Abgang von Marvin Ducksch einverstanden sein soll, weil man eben auch, ich sag mal, vielleicht die ein oder andere Million braucht. International wird Werder Bremen jetzt nicht spielen, wo man nochmal die ein oder andere Million hätte dazu verdienen können. So ist da auf jeden Fall aktuell der Stand. Ja, so langsam, da wird ja der ein oder andere Spieler geleakt, der jetzt mit zur EM fährt. Unter anderem gestern wurde ja geleakt Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, Manuel Neuer und auch eben ein ganz interessanter Name, nämlich Alexander Pavlovic. Und genau diese Nominierung könnte eben das Aus für Leon Goretzka beim DFB-Team bedeuten. Aber warum? Ja, grundsätzlich muss man sagen, ja, es ist wirklich so, dass im Mittelfeld in unserem Kader, im Deutschland-Kader, das ist ziemlich überlaufen. Eigentlich haben wir da eine feste Aufteilung. Auf der 10 oder auf der 8 wird Ilkay Gündogan spielen. Auf der 6er Position Robert Andrich gemeinsam mit Toni Kroos. Das ist fix, das ist fest. Da wird nichts dran rütteln. In der hinteren Reihe hat man dann noch dann eben einen Alexander Pavlovic. Man wird wohl einen Pascal Groß mitnehmen. Und dann ist das Mittelfeld eigentlich auch schon voll. Theoretisch hat man ja auch noch einen Jo Kimmich. Der ist aber ganz klar für die Rechtsverteidigerposition eingeplant. Ihr merkt, da ist eigentlich auch gar kein Platz mehr für Leon Goretzka. Und man muss es auch ehrlich sagen, die Leistungen, die Goretzka so zeigt, die sprechen natürlich auch nicht für sich. In den so wichtigen Champions League Halbfinals, da hat Leon Goretzka nicht gespielt. Und wer hat jetzt im Halbfinale im Rückspiel gegen Real Madrid gespielt? Ja, ihr wisst es schon, Alexander Pavlovic. Und Julian Nagelsmann würde sich bei dieser Linie treu bleiben. Denn im März war es schon genauso, da wurde Leon Goretzka nicht berücksichtigt und eben ein Alexander Pavlovic mitgenommen. Leon Goretzka stand eben bei den Turnierenttäuschungen 2018, 21, 22 jeweils immer im deutschen Kader und hat 7 von insgesamt 10 Spielen auf dem Platz gemacht und hat natürlich maßgeblich dann auch irgendwie damit beigetragen, dass man bei diesen Turnieren nichts gerissen hat. Es scheint wirklich so, dass Leon Goretzka hier vielleicht das EM-Ticket nicht lösen kann. Nagelsmann, der hatte ja nach der Ausbotung im März bereits gesagt, ja, er wird auf jeden Fall den weiteren Verlauf sich genau angucken, genau auf Leon Goretzka achten. Er hat jetzt auch öfter mal wieder Stamm gespielt, jetzt aber in den wichtigen Spielen auch wiederum nicht. Und ja, Julian Nagelsmann, der hat zwar mit diesen 26 Plätzen jetzt nochmal 3 mehr Optionen, aber vielleicht möchte er sich diese Option auf anderen Positionen zumindest mal überdenken. Es gibt ja theoretisch auch noch, jetzt schnalle ich alle mal an, Emre Can, der jetzt auch Argumente sammelt für sich, warum man ihn mitnehmen könnte. Ich bin kein großer Emre Can-Fan und ich würde auch lieber einen Leon Goretzka mitnehmen als einen Emre Can. Versteht mich hier nicht
nicht falsch. Aber man muss auf jeden Fall auch mal über so einen Spieler sprechen, theoretisch, bevor man dann einen Goretzka mitnimmt. Was sagt ihr dazu? Eure Meinung gerne in die Kommentare. Und damit kommen wir auch schon zu einem weiteren Thema. Es geht um Jadon Sancho. Es gibt jetzt bittere Nachrichten, schwierige Nachrichten für Jadon Sancho. Die muss er jetzt erstmal verdauen. Er war jetzt ja in der letzten Zeit wirklich gut drauf, gerade auch im Halbfinale. Gegen Paris Saint-Germain ist er richtig aufgeblüht in der Champions League. Gute Leistung im Trikot von Borussia Dortmund gezeigt. Aber es wird ihn wohl ein ähnliches Schicksal treffen wie Leon Goretzka. Nur bei ihm, da steht es auch schon fix und fest, der Trainer der englischen Nationalmannschaft, Gareth Southgate, der hat jetzt gesagt, Jadon Sancho wird aller Voraussicht nach nicht im England-Kader stehen. Er sagte darüber gegenüber den Medienvertretenden, er hatte ein paar schwierige Jahre. Er hat nicht regelmäßig gespielt. Ich glaube nicht, dass er im Sommer dabei sein wird. Das ist schon eine ganz klare Absage. Dieses ich glaube nicht sind natürlich jetzt nochmal die restlichen Hoffnungen, die man jetzt vielleicht nochmal schnüren kann. Jadon Sancho hat aber auch nicht mehr viele Chancen, Zeit, sich irgendwie zu präsentieren. Er hat jetzt ja nur noch ein Spiel in der Bundesliga und das Champions League-Finale, 2 Spiele. Das ist nicht genug. Da müsste jetzt schon der ein oder andere Spieler sich noch verletzen, dass Jadon Sancho hier vielleicht nochmal in die erste Elf oder zumindest mal in den erweiterten EM-Kader von England spielt. Trotzdem hoffe ich, dass Jadon Sancho, vielleicht passt es ja mit dem Transfer. Borussia Dortmund will einiges daran tun. Jadon Sancho ist auch bereit, jetzt hier auf große Teile seines Gehaltes zu verzichten. Er verdient ja aktuell, glaube ich, 18 Millionen Euro brutto, ja, in England. Bei Manchester United, bei Borussia Dortmund würde er wohl nicht mal die Hälfte verdienen und da wäre er trotzdem schon einer der Top-Verdiener. Aber er ist dazu bereit. Er will wieder zurück. Er will fest zurück. Er will die 10 weiterhin tragen und ich bin sehr gespannt, wie es dann weitergeht für Jadon Sancho bei Borussia Dortmund und dann langfristig auch in der englischen Nationalmannschaft. Findet ihr die Entscheidung richtig? Eure Meinung gerne in die Kommentare. Ja, sehr, sehr kurios. Der DFB verfolgt jetzt andere Pläne. Das wurde heute auch noch so ein bisschen von Sky mal berichtet. Am Donnerstag wird der EM-Kader bekannt gegeben und sie wollen jetzt jeden Tag 1-2 Kandidaten leaken und das auch mal so neue Wege. Zum Beispiel mal in der Tagesschau, zum Beispiel wurde heute auch ein weiterer Kandidat geleakt, nämlich heute kam raus, dass Jonathan Tah, das haben wir uns alle schon gedacht, auch mit zur EM fährt, aber Jonathan Tah ist auch mit dabei. Aber die viel größere Überraschung, die ist natürlich Nico Schlotterbeck. Nico Schlotterbeck, man muss es wirklich sagen, ich bin großer Fan des Spielers, er spielt eine super Saison, meiner Meinung nach. Aber da gibt es natürlich auch viele kritische Stimmen. Wenn man sich die Kommentare bei der Tagesschau, beim BVB, beim DFB durchliest, ja, die Leute sind zwiegespaltener Meinung. Ich glaube, der Junge ist richtig stabil geworden. Ich glaube, dass er jetzt nominiert wurde, hat auch einiges damit zu tun, dass natürlich auch Julian Nagelsmann längerfristig Trainer bleibt. Er muss auch schon so ein bisschen die Leute nominieren für die WM 2026 und da führt kein Weg meiner Meinung nach an Nico Schlotterbeck vorbei. Damit ist Schlotter schon mal safe dabei. Und jetzt gibt es natürlich die Spekulation über einige Namen, die vielleicht auch noch mit nominiert werden. Einer ganz vorne mit dabei, sein Abwehrkollege. Nämlich Mats Hummels. Mats Hummels sollte meiner Meinung nach auch mitfahren. Da ist noch die Frage, Julian Nagelsmann, der hat es ein bisschen angedeutet. Er weiß nicht, ob Mats Hummels diese Rolle als Ergänzungsspieler, als Spieler von der Bank annehmen kann. Ich glaube, er kann das. Ich glaube, er wäre ein Mehrwert allein fürs Training, allein für die Mentalität. Und da bin ich mir ziemlich sicher, dass Mats Hummels auch ein Name ist, über den man nachdenken muss. Für mich aktuell der beste deutsche Innenverteidiger. Noch eine Schippe über einem Tah, noch eine Schippe über einem Rüdiger. Zumindest individuell im System funktioniert Tah wahrscheinlich besser. Und dann ist die Frage, sehen wir Julian Brandt auch in der deutschen Nationalmannschaft? Denn dass Serge Gnabry nicht mitfährt, das habe ich euch schon berichtet, auf dem Zweitkanal Yoda Insight auch gerne vorbeischauen. Er wird nicht mitfahren. Das ist Saison aus für ihn. Er wird nicht fit zur EM und deswegen rückt Julian Brandt hier in den Fokus. Ich bin sehr gespannt, ob Brandt dann mitfährt. Er hat auf jeden Fall das Potenzial, ist für mich aber kein Spieler für die erste Elf. Und ich bin mal sehr gespannt, welchen Kader Julian Nagelsmann uns dann am Donnerstag präsentieren wird. Was sagt ihr? Wer muss für euch noch unbedingt mitfahren? Wen muss Julian Nagelsmann noch nominieren? Schreibt mir gerne einen Kommentar und damit kommen wir auch schon zum letzten Thema. Das ist ein möglicher Transfer von Xavi Simons zum FC Bayern München. Denn Xavi Simons, er ist eins der Ziele von den Bayern. Sie haben ihn auf einer Liste draufstehen. Sie haben sich mal mit ihm befasst. Und jetzt hat Paris Saint-Germain den Hammer verkündet. Ja, Xavi Simons, der steht im Sommer zum Verkauf. Man möchte ihn nicht nochmal ausleihen. Man möchte ihn auch nicht im aktuellen Team von Paris Saint-Germain integrieren. Weiß Gott warum. Aber man möchte ihn jetzt im Sommer verkaufen. Da muss man sagen, der FC Bayern München muss sich mit dem Spieler auseinandersetzen. In 31 Ligaspielen kommt er auf 20 Torbeteiligungen. Spielt eine wirklich sehr, sehr gute Saison. Mit 20 Jahren natürlich noch ein absoluter Youngster. Er würde wohl tatsächlich auch sehr, sehr gerne bei Leipzig bleiben, nochmal eine weitere Saison ausgeliehen werden, aber Paris Saint-Germain, sie wollen ihn eigentlich nur verkaufen. Im Notfall würde man ihn wohl auch nochmal verleihen, aber ein Verkauf ist die wahrscheinlichste Option. Das Problem, egal wo es für ihn hingeht, die große Ablöse, er hat einen Marktwert von ca. 80 Millionen Euro.
zeigt natürlich auch, wie gut er aktuell spielt. 13 Vorlagen, 7 Tore, das muss man sich halt auch irgendwo mal auf der Zunge zergehen lassen. Das kostet dann halt auch einiges, wenn man so einen Spieler haben möchte. Der FC Barcelona ist an einem interessiert, der FC Bayern München ist an ihm interessiert, alle haben ein Auge auf ihn geworfen. Aktuell ist aber tatsächlich das wahrscheinlichste Szenario eine feste Verpflichtung von Leipzig. Das hört sich jetzt erstmal ganz verrückt an, 80 Millionen Euro Marktwert. Es ist wahrscheinlich, dass man ihn etwas günstiger bekommen würde, aber wie gesagt, AMC, also ein spanischer Radiosender, der berichtet jetzt darüber, dass Leipzig ihn fest verpflichten will. Und das wäre schon ein echter Hammer-Transfer, denn da müsste man richtig viel Kohle auf den Tisch legen. Ich sag mal, 80 Millionen ist der Marktwert. Für 60 kriegst du ihn wahrscheinlich auch schon. Aber trotzdem, also das wäre ein Transfer, auch wenn RB Leipzig hier natürlich mit RB einen großen Sponsor dahinter hat. Das ist ein richtiger Hammer-Transfer. Die Bayern sind auch an ihm dran, dass er in diesem Sommer wechselt. Das finde ich sehr, sehr wahrscheinlich. Aber ich könnte mir Xavi Simons auch als potenziellen Nachfolger von Thomas Müller sehr gut vorstellen. Florian Plettenberg von Sky, der hat gesagt, ja, am Ende kommt zum 1.7. dann Max Eberl. Holt ihn einfach mal schnell nach München. Kann passieren, denn die Bayern, sie wollen sich in der Offensive stärken. Was sagt ihr dazu? Wo seht ihr Xavi Simons? Was sagt ihr zu allen anderen Themen? Falls ihr es noch nicht getan habt, lasst ein Abo da. Das war's von mir. Bis dahin, Leute. Ciao.